Zool, Ninja of the Nth Dimension. Wow, was für ein Titel und repräsentiert perfekt die 90er Plattformer-Maskottchenwelle. Auch hier wurde versucht, seinen eigenen Mario oder wenigstens Sonic zu kreieren. Klappt das in diesem Fall? Ich meine, immerhin ist es ein Ninja. Ich habe es zumindest in meiner Erinnerung auf dem PC sehr gerne gespielt. Was taugt Zool für die Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Gremlin Interactive programmiert und auch 1994 veröffentlicht. In Nordamerika und in Japan erschien das Spiel im selben Jahr. Das Spiel wurde ursprünglich für den neuen Amiga 1200 entwickelt und später dann auf alles portiert, was damals gängig war, darunter auch der Game Boy und der Game Gear. Zool wurde dabei als Konkurrent zu Sonic entwickelt. Es wurden sogar zwei Jugendromane 1995 veröffentlicht. Man versuchte also wirklich alles. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr spielt den angesprochenen Zool. Einen Ninja. Der hat natürlich auch ein entsprechendes Bewegungsspektrum. Er kann natürlich springen, laufen, schießen und sich an Wänden festkrallen. Um Gegner zu erledigen, könnt ihr dann entweder mit der Kugel draufschießen oder klassisch auf den Kopf springen. Schießen ist jetzt aber relativ. Ein richtiges Dauerfeuer wie in Probotector dürft ihr natürlich nicht erwarten. Das Spiel an sich ist sehr bunt aufgebaut und das mag auch an seinem Werbepartner liegen. Ein Lolli-Produzent ist überall mit seinem Logo in der ersten Welt vertreten, die wenig überraschend auch mit Süßigkeiten gestaltet ist. Auch die anderen Welten sind alle sehr bunt und abwechslungsreich gestaltet, leider etwas zu bunt nach meinem Geschmack. Die Lesbarkeit der Level ist oft leider nicht wirklich die beste. Was ist Hindernis und was ist nur Deko? Das ist teilweise echt nicht leicht zu erkennen. Und dann leidet das Spiel auch noch sehr stark an einem Faktor. Man sieht nicht weit und das ist im Leveldesign nicht berücksichtigt. Ihr müsst also verdammt oft ins Leere springen oder lauft ungesehen in irgendwelche Hindernisse. Da versuchte man sich schon an Sonic zu bedienen und hat eine relativ hohe Geschwindigkeit eingebaut, bestraft es dann jedoch, wenn man sich schnell bewegt. Sehr seltsame Designentscheidung meiner Meinung nach. Die Entscheidung der Schnelligkeit in den Vordergrund zu stellen spiegelt sich dann auch in der Kontrollierbarkeit wieder. Irgendwie fühlt sich alles nicht so responsiv an und die Tastenbelegung ist auch irgendwie komisch. Es kommt mir fast vor, als wäre das Amiga-Spiel nur halbherzig portiert worden. Aber naja, was gibt es sonst zu diesem Wegwerf-Plattformer zu sagen? Klar, es gibt Sachen einzusammeln. Die meisten geben euch Punkte und hier und da gibt es auch die üblichen Extra-Leben und Power-Ups. Ist jetzt aber alles nichts spektakulär Neues und hat man so auch in vielen anderen verschiedenen Spielen dieser Art gesehen. Bei der Grafik sieht man auf jeden Fall die Amiga-Vergangenheit. Es ist in diesem typischen Heimcomputer-Stil gehalten. Den kann man jetzt mögen, muss man aber natürlich nicht. Allgemein ist meiner Ansicht nach aber die technische Qualität nicht super, aber durchaus okay. Alles ist immer bunt und abwechslungsreich gestaltet. Der Sound steht da meiner Ansicht nach leider nicht ganz so gut da. Er stört jetzt auch nicht, aber bleibt auch nicht wirklich im Ohr. Was taugt Zool für das Super Nintendo also heute noch? Mein Fazit, kann man, muss man aber nicht gespielt haben. Es ist einfach einer dieser vielen seelenlosen Maskottchen-Plattformer, die es damals einfach zuhauf gab. Auf dem PC habe ich das damals echt gerne gespielt, aber das lag dann vielleicht doch daran, dass die Auswahl nicht sehr groß war und man halt gespielt hat, was man bekam. Wenn ihr das Modul günstig kriegt, ist das okay, aber es ist kein Überfliegertitel. Das war der Test zu Zool für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.